Sonntag 10.30 Uhr und sie knien nieder. Gott sitzt in der letzten Bank, schaut auf seine Schuh. Er steht zwar schon lang nicht mehr auf Kirchenlieder, aber oben im Himmel lässt man ihn nie in Ruh. Er würde viel lieber tanzen gehen oder im Kino einen Film anschauen. Doch die Zeiten hier unten sind zu extrem. Er kann sich doch kaum noch raustrauen, denn er ist schon nicht mehr der Jüngste und seine wilde Zeit ist vorbei. Es gibt 6 Milliarden Menschen und er ist nur 3. Er hat Angst, sich zu blamieren. Er kann noch nicht mal HTML und das darf ihm nicht passieren. Die Konkurrenz ist viel zu schnell. Er träumt von den Zeiten vor 2000 Jahren, Odin, Merkur und Pan und all den anderen Göttern, die noch da waren, bevor die traurige Gegenwart kam. Außer Allah ist doch eigentlich keiner mehr da und mit dem versteht er sich schlecht. Er würde lieber in Rente gehen und nach so langer Zeit wär's doch auch sein Recht. In einem kleinen Haus mit Ausblick aufs Meer, das Alter in Frieden genießen. Nur noch ein paar kleine Pflichten, wie Fische füttern und Blumen gießen. Doch wer soll den Laden übernehmen und er verschiebt's auf irgendwann. Seinen einzigen Sohn hat er überlebt und die Hölle ist gleich nebenan.